the power of the dark side. Der gleich mal wieder irgendwie, bin ich halt zu dumm dafür. Ich krieg hier in den Highlights auch langsam die Krise. Hol, hast du mein Zeug? Nein, ne? Nee, ich hab's liegen lassen. Der scheiß Pferde spawnen einfach nicht. Ja, du könntest zur Base kommen, hier sind direkt ein paar Pferde, ne? Also ich habe eben noch eins gesehen, aber obwohl, das liegt wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja, okay, trotzdem brauche ich ein Tier, mit dem ich hinkommen kann, weil sonst kann ich Karotten nicht mitnehmen. Wir brauchen ein paar Diplos. Ein paar Busse. Ja, Diplo bin ich gerade einen am Zähmen. Sehr nice. Ich hätte ja gerade einen. So ein der 108er, den ich holen wollte, der ist Ding, der ist im Kampf mit dem Alu-Baby. Da kann mal irgendwer mitkommen, Tame nochmal helfen. Ich machen. Gut. Weil ich habe jetzt gerade drei Raptoren gefunden. Schon 41 könnte ich eigentlich. Hier gerade mal ein Fundament mit dem Mörser machen. Mama, wo bist du? Ich muss mal kurz zurück zur Base. Ich habe nichts zu essen mit und bin am verhungern. Und am sterben. Bin gerade durch den Leck mehrere Klippen runtergefallen. Ich glaube, so gut liest du noch nie bei uns, oder? Ich find's nicht gut. Bedenkt, dass wir nur 8 Stunden haben. Gut ist es noch nicht. Ein bisschen her. Ja, und aber so. Der Start war schon mal. Pflanze, besser. Öl ist immer noch nicht da. Halt holen. Ich war gerade am Charcoal holen für Kantboda. Ja, das ist noch nichts getamed. Ja, das ist halt das Problem, ne? Sobald wir Tames haben, sind wir dran, aber uns fehlen halt irgendwelche Lauftiere gerade. Ja, das erste erfolgreiche Tame war vom Raumfahrer. Ich habe jetzt gerade. Das Gürteltier liege 114. Ich bin da safe, ich leine nämlich in unserer Base. Wir brauchen Zement. Bin hier an der Klippe, ne? Warum brauchst du Kehrt? Ich fange jetzt an, die Base oben aus Metall zu machen. Lauf du mal vor ein Stück, also auf jeden Fall neben mir, was ich sehe. Bist du so langsam? Weil ich normal laufe und nicht sprinte, damit ich gleich schon.
halt das Leder. Soll ich das Risiko eingehen und schnell in die Eiscave gehen und vielleicht einen Loot Drop holen? Nein, du kommst da nicht wieder raus, so vernünftig. Du musst halt dann durch. Also komplett durch. Ja, und dann musst du vom Canyon raus. Ich meine nur oben kurz, weißt du? Wo die Bären drin sind. Ja, aber du kannst keine Grappling Hooks benutzen. Wie willst du denn wieder rauskommen? Einfach den Weg hochlaufen? Ja, er will nur die schlechten Loot Drops abfahren. Ja, die gelben halt. Ja. Loot ist mal 3, also da kann auch gute Sachen drin sein. Ich will nicht wissen, was der Rock Golem gibt, ey. Oder der Lava Golem, oder wie er heißt. So, gut, dann komme ich jetzt wieder mit der Öllieferung. Oh. Brauchen wir halt dann vielleicht einen Rex. Lego. Das leckt übrigens wieder, ne? Stego hab ich. Level? 66. Ja, okay. Reicht eigentlich auch schon mal mit 0,4 Turret Chart. Könntest du, dass ich die Lex bin? Leck jetzt! Jetzt warte mal. Ja, Leck. Kleiner Mikro Leck. Und nochmal Leck. Oh, sammelt Steine. Das Gürteltier ist fertig. Wow. Zerlegt erstmal den Server, ey. Pui, MP. Pui. Lustig, wie immer. Lustig, dass noch keiner gefragt hat, wer farmt denn hier schon wieder mit Bronto oder so? Ich würde das voll als geil empfinden, wenn ich jetzt endlich mal ein Pferd finden würde, damit ich zu euch kommen kann. Jetzt muss ich mir ersatzweise ein Terrorbird holen. Gesundheit. 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 Ja. Schönheit. Hab ich ewig gleich. Gesundheit. Wenn schon, dann jeder. So, ich bin jetzt gleich auch mit dem Raptor in der Base. Was haben wir jetzt an Öl? Was habe ich jetzt geholt? Dann treffen wir uns wieder auf der Brücke. 3000, 6000, 8400. Wie spät? Hallo. Kurz vor 9. Ja, okay, dann Jason, geh erstmal zurück. Hier ist ein rotes Pferd und ein anderes wieder. Anstandslos. So, Pferd gebolert. Villa gebolert. Viel Gewicht. Unten im Canyon beim Metallfarm gerade. Muss kurz Wasser schwimmen. Willst du von da wieder hochkommen? Nee, also in dieser Schlucht halt. Bei Raumfahrer in der Nähe? Oh, ja, das geht ja. Was? Der Rangierspieler. Da reagiert er jetzt drauf. Im Steinschrank. Bei Raubfahrer in der Nähe. Was? Wo ist der Steinschrank? Oh Junge, wie viel hält der Typ aus? Ich glaube bei mir nicht. Bei mir war da unten nur ein blaues. Dann machen wir jetzt einen. Jetzt ist der hier mit seinem Terrorbird. Kommt mal runter in die Metallschlucht. Hier ist ein Teleporter. Und die haben hier ein Teleporter-Pad gesetzt. Ja, müssen wir auch langsamer machen, ne? Ich hab ein bisschen den Weg. Ja, ich lasse das eine Tor auf, ne? Jo. Das ist ein blauer Stegung. Das ist jetzt eben der Steinschrank. Einer davon. Was fällt dann? Fette Teleporter. Ja, okay. Oder vielleicht ist auch ein Public Teleporter. Ach so, das könnte auch sein. Das ist ein mit Betonente. Ja. Alles gut. Okay. Wo craftet man die Teleporter im Inventar? Ja. Ach, du hast dir gleich den Raptor unter den Nagel gerissen. Wettenbühnen. Nee, hab ich gerade erwerst gefunden. Den Raptor. Ja. Wie viele Raptor Babys haben wir machen? Ja, klar. Aber wer kümmert sich drum? Stimmt, ich nicht. Lass es. das frisst zu viel Zeit. Genau. Ich würde sagen, wir zwei gehen nur nach Öl holen und Perle. Öl ist schon im Diplo bei mir unten, der steht an der Schlucht, aber ich kämpfe immer noch mit dem Terrorbird. Kannst du doch eh nicht großartig, richtig. Von daher. Mach einfach mehr Tiere draus, fertig. Was kostet ein Teleporter an? Ach, 50, okay. Okay, wir brauchen Perlen, dringend. Ja, Saladin, komm. Zement ist gerade dringend, da ist so meine. Wir gehen mit der Raptor, wir gehen Viking Bay. Worauf levelst du denn dein? Im Moment habe ich Move gekriegt.
Okay, wie viel Movement hat deine? 134. Ich will nicht alles verdonnere, weil Gewicht dann mit der Perle. Ja, deswegen frage ich nämlich, weil. Lag. Warte mal, wenn. Wo ist denn das Viking Bay? Ja, warte mal, wir sollten vielleicht nicht jetzt noch los, ne? Es ist in 13 Minuten Pause. Und Serverneustart. Dann fahren wir jetzt lieber noch ein Kind direkt nach der Pause. Oder siehst du das anders? Ah, hier unten ist lauter Metall in dem Pferd, haben sie gefunden. Irgendwie? Ja, ich will jetzt nicht. Stego! Weil wenn wir jetzt losgehen, dann sind wir irgendwo in der Natur ausgelockt. Ja gut, dann machen wir noch vor Ort und dann aber was, wenn die Pause rum ist, direkt. Genau. Diplo leer. Alles klar. Ach du Scheiße. Da ist gerade jemand mit dem Pferd an mir vorbei gedonnert. Ja, das ist ich hoffe, von welchem Trailer hat das Pferd überhaupt gekillt? Ich hoffe mal jetzt nicht, dass der Typ auf mein Diplo geht. Anstandslos. Die Werkbank ist voll. Vor allem ein bisschen Zeug raus. Oh, ich komm hoch mit dem ganzen Öl. Oh, der Scheiße. Keine Flakrüstung. Hier sind ja überall kleine Tore. Fuck, jetzt komm ich mit dem Diplo nicht hoch. Megalozeros-Sattel kann man so bauen, oder? Dann kann ich den Megalozeros nehmen. Wir müssen den Diplo unten bei den Toren ausladen oder irgendwas bauen. Wieso, das ist doch gar nicht fertig gebaut. Da sind zwei Metalltore. Komm da nicht vorbei. An dem Metalltor. Ja, wer hat noch keine Flakrüstung? Ja, in welchem? Also bei der Steinbrücke oder unten? Unten. Na, das kommst du nicht durch. Ja, kommst du nicht. Also. Oh, was jetzt hier los? Alles gut. Ja. Oh Gott. Ich frag lieber er nicht. Er hat mich mit Clownsmaske entdeckt und ja, auf Gürteltier mit Brille. Ja. Oh, yeah. Oh Gott. Das will ich sehen. Also eigentlich ist Clownsmaske doch To Girls Zeichen. Ja, super. Jetzt steht der Diplo da unten noch und ich kriege ihn immer hoch. Ja, dann reiß doch in. Ja, ich liefere jetzt gerade schon so das Öl hoch. Jo, oder wart, bis er den Teleporter machen kann. Das ist ja doch nur das Öl, oder? Es fehlt nur das, die Perlen, glaube ich. Also, der Fabricator, den brauchen wir natürlich auch. Keine Ahnung. Ich bin raus, Flo. Was ist los, MP? Ja, wo bist du? Mal die Glasmetall. Ich bin Richtung Base gerollt, aber ich müsste dann runterfallen, ne? Ja, selbst ich komme ja auch ein bisschen später. So, hast du eigentlich irgendeine Vertretung? Hä, ich habe gedacht, Sonntags ist jetzt keine Session doch, mehr. Sonntags ist Session. Doch. Ich habe mich... Ich habe sowieso keine Rücksicht auf Arbeiten der Bevölkerung, also... Wieso? Aber ich habe halt das Lasertech-Turnier. Achso, ein Fähigchen ist auch beschäftigt. Fähigchen geht mit. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, okay. Mit Spielen und dann klappst du einfach alles schnell weg und dann kommst du wieder. Das Turnier soll 17.30 Uhr erst enden. Vielleicht anderthalb Stunden schaffen wir das Ding natürlich früher fertig ist, bretter ich nach Hause. Fee soll ein Video erwischen. Von dir machen, wie du alle abbiest. Ja, das will ich sehen. Was? Oh ja. Irgendwie in Action. Ist das nicht die Wand des Todes, was da auf die Leute zukommt? Ja, schon. Gutes Strahl. Aber da hast du doch viel mehr vor Fläche, allem, ich erwische. Vor allem habe ich einer im Team dabei, dem habe ich erzählt, euch, ich kann durch Schlüsselloch dich abschießen. Nee, machst du eh nicht. Und jetzt da am Sonntag haben wir wieder Training gehabt und ich habe mir genau durch sowas erwischt. Und du schaust durch deine Spalt durch und siehst nur auf der anderen Seite, wie er nur links und nur rechts schaut und weiß nicht, wo es herkommt ist. Ich lauf um die Wand rum, guck, so, durch das Loch habe ich dich. Nee, hast du nicht. Weißt du, brutal, das machst du am Turnier, natürlich. Ja, das wird geil. Oh ja, Ladentech ist geil. Vor allem der Teamname. Super geil. Imperium oder wie? Shooter, Woman and Team. Und gekürzelt, okay. Und gekürzelt, SWAT. Ja, okay. Ja, wir haben Ladies dabei, ne? Und die werden ja total unerschätzt. Ja. Die ist so stark wie ich. Gefoltert im Training. Vom Spielerischen. Vom Spielerischen.
vom Körper. Steht so im Raum, er kommt nämlich vorbei. Nee. Dödi ist wieder voll. Naja, mach. Die ganzen Schränke sind voll. Guck mal, da sind Perle! Nirgends um einen Stein los. Ente, da sind Perle! Was, wo? Ja, aber zu wenig. Achso, die andere. Wir brauchen 2x50. Ich hab 64 Perle. Ja, genau. Du brauchst 2x50 Elektronik, meine ich. Wie viel Uhr, wie viel Zeit habe ich noch? Das schaffst du. Wie viel Zeit? 5 Minuten. 7 Minuten, ne, 6 Minuten 20. Schaffen wir es zu dem Biberdämmer und wieder zurück? Ja. Nicht überlegen, mach. Sarudin, komm! Die Viecher haben jetzt 140 Movement beide, das wird klappen. Wir nehmen gerade einen Galli, dann haben wir was, um schnell unterwegs zu sein. Oh mein Gott. Was ist? Dumm abgesprungen. Hopp, Raptor, komm! Denk dran, erst abspringen, wenn du schon auf dem Boden aufgeklatscht bist, ne? Echt? Naja, hast eh einen, den Leck, also du leckst nochmal zwei Meter in die Luft. Du verschlagst nicht, aber... Ne, ich mach das Risiko nicht. Ja, es geht aber ohne weiteres. Wo bist denn du? Ja, ich bin falsch abgewogen. Geht mutlos, ich weiß. Na, wir müssen hier direkt runter, ne? Also ich sehe von oben einen Wasserfall und da düse ich hin. Ja, zum Wasserfall. Wir müssen ja, wir müssen unten einen Wasserfall, oder? Nee, wir müssen nach oben hin. Du verwirrst mich gerade. Geh, Biberdämme. Ich geh Biberdämme, du gehst Biberdämme. Wer zuerst zurück ist. Okay. Ja, wie läuft's eigentlich mit Zement? Jetzt mal die Frage. Haben wir dann mit dabei. Mit einem Traumfahrer? Holst du auch was, oder? Was machst du gerade? Ich bin in der Best Junior gerade. Bei Scully soll schneller zähmen! Ne, jetzt ist doch nix. 4 Minuten 40. Ich brauch Narkobären, ey, und ich krieg keine aus den scheiß Büschen. Brauch deinen Busch. Hier ist schon wieder ein Pferd, also hier sind massig Pferde, ne? Ah, gut zu wissen. Ich bin zum Falschen. Wäre gut gewesen, vorher zu wissen. Bei mir ist glaube ich auch nichts. Wahnsinn, das ist der 10. Busch und ich krieg immer noch keine Nark. Oh, jetzt hat klar. Dann natürlich 160. Ist ja reingestellt, echt. So, wie viel Zeit noch? 10 Minuten. 3 Minuten 50. Gehen wir mal eine Rüstung an. Dass man dann überhaupt dunkel macht. Ja, das ist, ich glaube, der Tag ist auch recht kurz, also da ist irgendwas falsch eingestellt. Nee, das soll, glaube ich, so wegen Timecube-Shit und so. Das, ne, und so was. Oh, ich freue mich schon auf 0,25 Zeit. Ja, der wird bestimmt dumm, das Internet. Das wäre jetzt, wär jetzt richtig assi, wenn das jetzt passiert, wo wir noch ganz schnell nach Hause müssen, ne? So, ich gehe jetzt nach Hause. Also, ich finde hier im Moment nichts. Ich renne gerade durch die Schlucht. Nee, ich glaube, das macht er in der Vorbereitungsphase nicht. Das wäre ja so mal richtig. Oh, gut, wir haben einen Galli gezähmt. Was braucht man für einen Galli-Sattel? Galli? Ja, ein Galli. Galli-Mimus. 2 Minuten. Hi, Pole. Ja, schaffe ich. Ich bin am Pole gerade vorbeigedüst. Okay. Treff bei dir. Übrigens, ich bin exakt die entgegengesetzte Richtung gelaufen wie du, ne? Super. Zu einem ganz anderen Spot halt einfach. Hier ist ein 24er Pferd. Hier sind solche Massen an Pferden. Wo zur Hölle bist du, dass du so viele Pferde findest? Bei uns den hinteren Ausgang runter und dann da auf der Fläche, gegenüber auf dem Berg, an dem See beim Wasserfall. Überall Pferde. Oh, erschreckt mich. Ja, sorry. Was so. Ich sprinte halt plötzlich mit so einem knallroten Raptor aus dem Nichts hervor, ne? Ja. Oh, passt schon. Ja, ich dachte aber auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, Alpha Raptor. Oi!
Lang noch? Wenn das nicht, wenn exakt jetzt Schluss wäre, wo ich exakt das in die Base erreicht habe. Wie lange ist eigentlich Pause? Pause in 3. Oh, dann war ich ja viel zu schnell. 6 ist raus. Und runtergeflogen. Ja. Baut mal einen Galli-Sattel bitte oben schon mal. Haben wir irgendwo Kristall? Haben wir doch massig vorhin mitgebracht. Ja, aber wo? Ja, wahrscheinlich im Glasmetall. Ah, okay. Witzig. Ich habe einen Megalodon-Sattel. Ich hab geklappt. Ich bin zweimal zwei ausgebaut. Oh Gott, oh Gott. Geht noch Holz. Muss man Galli-Sattel echt im Smithy craften? Ja, was? Galli? Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kennt sich ja Biberdamm. Ja, die werden wahrscheinlich dauerhaft gerade abgefahren. Wir sollten gleich echt nach der Pause mal gucken, was so unsere Nachbarn sagen, also wer unsere Nachbarn sind vielmehr. Ja, wir haben doch Ding, Zement, wir haben Steine, wir haben Chitin, wir haben Steine, go. Hä? Was willst du damit? Ja, Zement craften, das erste, was wir machen, ist eine Chemiebrand. Ach so, ja gut. Naja, also Nachbarn gucken wollte ich jetzt nur gucken, wer unsere Nachbarn sind, weil alles andere macht keinen Sinn. Weil wir können die ja eh nicht reden. Können wir nicht? Bei der Biber, dann ist direkt jemand over. Ja, das habe ich fast vermutet. Fast. Also der Spot uns, bei uns gegenüber ist halt hundertprozentig besetzt. Ja. Du hast wahrscheinlich noch keinen Dingens. Safe World Story. Du hast jetzt Safe World, ne? Also du bist jetzt irgendwo in der Welt. Server ist verkratzt, oder? Schalt mal auf! Genau. Oh, das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Das haben wir noch ein bisschen. Dann hoff mal, dass du überlebst und merkst, wo du gerade bist. Ja, geil. 2 Spieler bei mir. Naja, wer ist das? Ja, okay, aber sorry, aber ihr wusstet Bescheid. Jo. Wie lange ist denn jetzt Pause? Ja. Ihr lockt euch während der Pause schon wieder ein. Ja, wie lang ist Pause? Eine Stunde. Halbe, 5 Stunden? Weiß nicht. Ich nehme jetzt Ich glaube, denke mal Viertel oder 20 Minuten.